Und mein Hammer ist kaputt. Ich trete euch gleich in den Arsch. Ihr ollen Säcke. Konnte ich hier. Nee, konnte ich noch Waffen kaufen. Da konnte ich auch noch Waffen kaufen. Und da konnte ich nur Waffen kaufen. Und da konnte ich auch nur Waffen kaufen. Nein, ich brauche Werkzeug. Nein, Werkzeug. Da. Zack. Zack. So. Dann kloppen wir mal das fertig hier. Fertig. Und was brauchen wir jetzt? Jetzt müssen wir noch mal schlafen. Hätte ich gleich zweimal schlafen sollen. Jetzt schlafen wir noch dreimal. Wir haben ja sonst nichts zu tun, außer zu schlafen. Und ja. So. Und noch einmal und dann müsste der Kunde mal ausgeruht sein. Schläft ja sein ganzes Leben. Wir wollten jetzt zur Mine. Die Mine war da. Und klopp, klopp, klopp. Fertig ist das Haus. Zack. So. Der Vorarbeiter der Mine bedankte sich bei mir für Hilfe. Meine Hilfe, für Hilfe. Ja, hätte man auch so sagen können. Die Mine könnte wieder betrieben werden. Aber wir haben ein weiteres Problem. Der Vorarbeiter der Minen hat wieder genug Bergleute, noch genügend Werkzeuge. Ich muss neue Bergleute für die Arbeit in den Minen finden. Das ist ja nicht so schwer. Mir kotzt nur an, dass. Das brauche ich nicht. Hier war das war. Zwei habe ich. Ach, hier kann ich das nur verkaufen. Davon habe ich. Ich habe zwei. Ja, dann brauche ich. Zack, 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 zack. Reicht das? Ja, 10 Arbeiter. Könnte man hier nicht irgendwo Werkzeug kaufen? Da. Nach da. Nach da. Hier nicht. Wie viel war das? Was waren 5? Oh Gott. Und schon ist wieder das ganze Holz. Fackeln brauche ich auch noch. Fackle. Das war's. 3 Fackeln. Dafür töte ich den Luchs. Dann gehe ich nochmal nach oben, verkaufe das Fell. Oh, da war da noch eine Kiste. Eine Kiste. Zack. Meine Kiste. Und da gehe ich gleich nochmal. Kupfer. War das Kupfer? Ja, ich glaube Kupfer. Das verkaufen. Das zweimal verkaufen. Und dann kann ich mir auch nochmal Fackeln leisten. An den nicht schlafen. Fünf Fackeln. Was brauchen wir denn noch? 5 Pickaxe. Das ist ja grausam. Das war zu weit. Oh, das war. Tja, das ganze Geld, was ich wieder eingenommen habe, ist alles fort. Naja, dann. So, ich habe neue Bergleute und Werkzeug gefunden. Hoffentlich reicht das aus. Zum Glück bezahlte mich der Vorarbeiter der Mine für all meinen Einsatz. Die Werkzeuge, die ich ihm brachte, waren ziemlich teuer. Nun können die Minen endlich wieder in Betrieb genommen werden. Ich sollte den Hauptmann informieren. 600 Gold. Ein Glück. Verdiene 500 Goldmünzen. Juhu. Ach, hier kann ich jetzt. Ach so, ja. Aber das mache ich natürlich nicht.
ich das nicht ab. Hauptmann! Ich erstattete meinen Hauptmann darüber Bericht, dass die Mine den Bergbetrieb, den Betrieb wieder aufgenommen habe. Die Lieferung des Eisenerzes sollte kein Problem mehr sein. Problem? Gut gemacht, Soldat. Wenn ich nur mehr Männer dieses Schlags hätte. Denke daran, den Schmied aufzusuchen. Dort bekommst du Waffen. Ja. Der Schmied hat mir eine Waffe übergeben, so wie vom Hauptmann beordert. Kriege ich auch noch einen Bogen? Nö, Bogen sieht er gar nicht ein. Ich bat den Hauptmann um Hilfe gegen die Banditen. Er stimmte aus augenblicklich zu. Es kommt allen zugute, wenn dieses Problem beseitigt wird. Er stellte mir 6 erfahrene Soldaten zur Seite. Hoffentlich reicht das aus. Ich werde sofort zum dunklen Wald gehen. Der Tag der Gerechtigkeit naht. Ja, aber da gehen wir noch nicht hin. Wie ihr schon euch denkt. Du brauchst noch die... Du brauchst noch den Knecht. Du brauchst noch 10 Steine. 10, 15. Holz, ach, nö, das mache ich, das ist mir gerade zu kostenspielig. Bam, 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 bam. 5 Körbe. Eine Sichel. Zack. So, mal ein bisschen abfrühstücken hier. Am Korb haben wir auch. Zack. Ah. 4 Pfeile fehlen mir da. Und jetzt fehlt uns ein Jutesack. Wir brauchen nur einen Mörser. Kein Mörser zum Schießen, zum Zermalen. Da kaufe ich noch mal ein paar Körbe. Hattest du das nicht? Nö, der hatte das nicht. Hat er nicht gehabt. So. Ach, da war das noch. Uns fehlt ein Körbchen. Könnte ich die nicht auch kaufen? Und die kann ich aber nur verkaufen. So mit verkackten Angelhaken. Was bräuchten da? 3 Bogenschützen. Die habe ich doch eigentlich oben bekommen, wa? Der braucht immer noch 10 Brote, 4 Bögen, 4 Heiltränke. Pilze. So, lieber Angel. Oh. Hier kann man noch ein bisschen angeln. Jetzt angel ich dir erstmal alles weg hier. Dann hast du keine Arbeit mehr. Natürlich. Aber ich habe ja noch eine Angel. da. Verwirrter Junge. Verwirrt.
können wir auch noch angeln. So, da haben wir ja fast alles weggefrühstückt hier. Und mein Angel ist aber. Ja, da quatsch mal den mal an. Der Meisterangler ist traurig, weil ihm die Beamten der Stadt den Angelschein entzogen haben. Sie sagten, er habe Schulden, aber er weiß nichts davon, wovon sie sprechen. Es muss wohl ein Missverständnis sein. Er bat mich, seinen Freund im Angeldorf zu kontaktieren. Sein Freund hatte ein gutes Verhältnis zu den Beamten und könnte dem erfahrenen Angler eventuell helfen. Was hat denn der Angler? Möchte normales Essen haben. Er kann keinen Fisch mehr essen. Sehen und essen und sehen und ja, dann geben wir mal das. Er tat mir leid, also gab ich ihm ein paar meiner Lebensmittel. Da war die Stimme weg. Der Angler aß sie alle auf. Er wollte mir nicht schuldig sein. Also gab er mir ein paar Dutzend Fische. Nur ein paar. Der schämt sich. So, was hat man denn hier unten gehabt? Hier unten, was konnte der mir noch? Der konnte mir gerade nichts beibringen. Oder doch, oder nein. Wir kaufen noch ein paar Kürbe. Naja, ich könnte die eigentlich auch so kaufen. In Dreierpack. Aber da bin ich mir. Achso, die brauche ich ja. Doch. Achso, schlafen muss ich. Schon wieder. Scheiß auf den Alten. Hauptsache ich kann schlafen. Einmal. So, dann werde ich mal ganz heimlich, aber nur heimlich, was trinken. So. Oh, da sind ja noch Eier. Und Blümchen. Was brauche ich da? Jütesäcke? Ja, die brauche ich. Pizza. Wer ist das da? Ich suche den Freund des erfahrenen Anglers auf. Ich erzählte ihn von dem Problem mit dem Beamten. Oh, ich verstehe. Davon habe ich gehört. Ich kann dir helfen. Der Freund des Anglers erzählte mir alles. Eine Lieferung von wertvollen Schildfischen für die Armee kam nicht an. Aha. Und warum nicht? Ich brauche unbedingt noch so einen Mörser. Erstmal bei der Frau hier. Die hat doch Jütesäcke. Nee, die hat doch. Ich brauche Jütesäcke. Nein. Da. Oh. Da kann ich gleich noch einen kaufen davon. Da kann ich noch pflücken. Ich pflücke so gerne Blumen, weil ich Blumen gerne mag. Dass er den hier rennt und war schrecklich. Meine Güte, hier, der. Der krasst aber auch alles ab, ne? Das ist ja wie ein Messi. Einen Hammer und dann haben wir noch einen. So, und dann haben wir hier das erste Bild, glaube ich,
Ich glaub's nur. Was mal so fertig abgefrühstückt haben. Oh, das freut mich. Und hier haben wir natürlich das zweite. Was? Das zweite? Nein, haben wir gar nicht. Das, ich lüge schon wieder rum, ja. Das ist ja. So, und ja. Ganz natürlich. Und ja. Hier kann ich auch. Kaufe ich mal ein paar. Da kann ich noch ein paar Blümchen pflücken. Ich komme mir vor wie so eine Blumentante. Ja, das war gerade nix. Blumentante. Eine Tante, die Blumen macht. Fiolen brauche ich noch. Ja, war fast alles. Hier haben wir auch fast alles. Und da waren doch noch Pilze. Was für eine Sichel. Was macht die? Ja, da kann ich ja verkaufen. Eine Angel brauche ich gerade nicht, ne? Dann kann ich das mal machen. Und dann 6 davon, dann kann ich nämlich hier schon anfangen, Algen zu ernten. 2 Algen. Einmal Alge. Noch eine Alge. Hier unten haben wir da eigentlich noch gehabt, wa? Oh Gott. Ja, natürlich. Dann halt doch das fest. Das kann doch nicht wahr sein, dass du andauernd dein ganzes Werkzeug verlierst. Kuli, Rubbelstilzchen. Ne? Das ist... Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Was haben wir denn hier? Ah, hier kann ich Gütesäcke, hier kann ich nochmal ein paar davon kaufen, denn ich habe momentan Geld und das muss ich loswerden. So viel Gold in der Tasche haben, also. Oh! 4 Pfeile. Dann mache ich das gleich mal so. Ja, das lasse ich erstmal so. Dann muss ich erstmal schlafen. Ich will doch nie immer schlafen. Das kann doch nicht wahr sein. Schlaf. So. Jetzt fehlt mir tatsächlich. Ja. Dann gehe ich nochmal ratzen. Hier. Ach, Mann. Wenn so viel schlafen, ey, dann wird man ja beim Spielen selbst müde. Da will mir auch nur noch schlafen. Das ist ja. Nochmal. Da ist noch eine Kiste. Hab das gesehen? Da. Oh, ich muss einfach da drücken. Na, da. Da. Mein Schatz. Ein Hirschgeweih. Eine Sichel, dann kann ich hier das mal kurz noch abfrühstücken. Jo, das haben wir. Dann noch eine Sichel und dann Sichel mal rum hier. Hast du nicht eine Sichel? Warum hast du keine Sichel? Hallo? Alles hat sie, aber keine Sichel. Ich brauche mal eine Sichel. Eine Sichel. Die kann ich immer nur zu euch verkaufen. Ich will doch. Da. Zack. Da können wir nochmal jagen. Natürlich. Liebe Peter, passiert ja kein Tier was. Das ist. Alles nur so. Schau, das ist. Isolusion. Also, Isolusion? Eine Isolusion, ja. Eine Illusion. Eine Isolusion. Oh Gott, ey. Ja, das war's auch für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig belustigen.
köpft mich nicht gleich, wenn es nicht so spannend ist, aber es ist ja ein Klick, RPG, hau mich tot und hast du nicht gesehen und wie auch immer. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Schaltet bitte wieder ein. Ich freue mich. Beim nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich beim nächsten Mal. Das war gerade nicht so. Nochmal. Das war ja ein bisschen besser. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mit euch zusammen. Wenn es heißt Hero of the Kingdom. Und tschüss.